Ja, ich habe Magmama eine Beere zum Tragen gegeben, war im Pokémon Center und sonst nichts weiter. Und jetzt will ich die Kimono Girls besuchen. Die Kimono Girls, ja, hier in diesem japanisch anmutenden Haus gibt es quasi diese Damen, die Kimono Girls, die tragen Kimonos, tanzen und man kann sie bekämpfen. Und das Besondere ist, jede von ihnen hat eine Entwicklung von Evoli. Ganz schön cool, oder? Und die geben ordentlich Erfahrung. Und am Ende gibt es einen Preis. Ich weiß aber nicht mehr, welche von denen welches Pokémon hat. Deswegen, ich habe Magmama mal am Anfang gesetzt und solange kein Aquana kommt, ist ja alles gut. Edith. Flamara. Feuer gegen Feuer. Ja. Ich glaube, das hat nicht viel Sinn, nur mit Smog zu kämpfen. Vielleicht vergifte ich es ja. Ja! Geil. Dililit. Ich kann ja mal aus Spaß Feuerschlag machen. Ich will mal hochsetzen. Ganz hoch. Hä? So? So. Gar nicht mal so übel. Nochmal. Yeah, cool, Sandwirbel. Trotzdem getroffen, Junge. Ja, das war doch schon ein ganz guter Auftakt für Magmama. Oh, 720 EP. Das ist doch ein Fa? Was? Kein Level Up. Oh, du bist sehr stark. Die geben wenigstens ordentlich Knacke. Mama ruft an. Ja, dankeschön. Ich glaube hier hinten, ich glaube die hier hat Aquana oder die andere Grüne. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Die könnte haben Blitzer. Ich kann ja aber mal raten. Nein, Psyana. Ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt, ob ich Psyana vielleicht sogar will, aber... Jetzt habe ich Dextreme und ich brauche nicht noch ein Psycho-Pokémon, denn Psyana ist ein Psycho-Pokémon. Und ist auch ziemlich schwer zu kriegen, weil da muss ich mit Zuneigung arbeiten und so und das muss man quasi schon grinden irgendwie, sonst dauert es so ewig und ich will aber nicht offscreen hier großartig irgendwie rumgrinden. Deswegen nehme ich Dextreme. Übelst krass, wie Magmama drauf ist, ey. Bin begeistert. Hey. Nein! Ach du Scheiße. Naja, aber Magmama hat ihre Pflicht erfüllt. Auch schon gute Werte, zumindest. Was alles außer Verteidigung angeht, für Level 17, hat ja keine Entwicklung. Hier zumindest noch nicht. Okay, Magmama, das war schon ziemlich gut. Dann geht's weiter mit Dextreme, solange kein Nachtara auftaucht. Aber ich glaube, die hier hat sogar Nachtara. Oh, ein Pokémon-Kampf! Ja, scheiße. Nachtara ist auch cool, aber... Der Vorteil von Nachtara liegt ja darin, dass es viel aushält. Aber so richtig austeilen kann es nicht. Fuck! Oh, du Scheiß! Alter, ich dachte, es hätte mich jetzt gebumst. Verfolgung ist nämlich die einzige Attacke, die noch trifft, bevor man auswechseln kann. Und dann ist es sogar übelst stark, aber...
wie man sieht, es hat nichts gebracht. Vor allem auch, weil Unlicht zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, speziell ist von der Schadensberechnung. Aber da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Sieht aus, als würde das ein Wirbel aus dem Arsch forzen. Krass. Na, ich dachte, es kommt nochmal. Lup. Okay, jetzt bleiben ja nur noch Blitzer und Aquana. Und ich vermute, jetzt kommt wirklich Aquana. Die, die mich anmachen. Hallo, Kimono Girl. Zeig mir mal, was du unterm Kimono hast. Ja, ein Aquana nämlich. Sieht übelst fett aus hier in dieser. Also fett im Sinne von wirklich fettleibig. Oder groß von mir aus, breit. Nicht so filigran und graziös. Wow, Tackle. Lächerlich. Razor Leaf. Ja, so geht's doch voran. So, und jetzt kann ja nur noch Blitzer kommen. Und für Blitzer hole ich natürlich Romanor an die Spitze. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Penissen aus. Ich meine Pokémon. Lore. Was ist das für ein Name? Lore. Das sieht auch übelst dick aus. Ist doch komisch. Blitzer ist eigentlich so ziemlich mit meiner Lieblings-Evoli-Entwicklung. Oder wie man im Fachkreis sagt, Evolution. Übelst schnell, übelst guter Spezialangriff. Macht einfach Bock. Und Elektro ist ein cooler Typ. Och. Naja. So, alle Kimono Girls besiegt. Wo ist denn der Typ? Der jetzt. Aber ich will vorher noch mit dem sprechen. Dieser Mann hat immer seinen Rizaros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa, ein Monosynchronschwimm-Pokémon zu besitzen? Rizaros wäre nicht so krass in Synchronschwimmen. Noch nie besiegen, schlecht. Yeah! Die absolut wichtigste aller VMs, nämlich Surfer. Tja, und wem bringe ich das wohl bei? Dem einzigen Pokémon in meinem Team, das es auch lernen kann, nämlich Romanor. Auch wenn es wenig Spezialangriff hat, Surfer hat eine Stärke von 95 und Aquaknarre nur 40, also mehr als verdoppelt jetzt, und das haut richtig rein. Also Romanor ist jetzt so eine richtige Kampfmaschine eigentlich. Das Zähltraining von Romanor hat sich gelohnt. Wobei, so zäh war es eigentlich gar nicht. Das von Dexfeam war etwas zäher. Aber Surfer kann ich noch nicht außerhalb von Kämpfen benutzen. Nein, nein, nein. Ab geht's in die Arena. Das ist eigentlich ganz witzig hier. Der Trainer hier. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City.
Wie man sieht, ist es hier schwarz. Ich gehe lang und falle runter, bin zurück am Start. Aber er steht ja hier, also wage ich einen Schritt nach vorn. Ah, ein Weiser. Monty. Mit Nebulak. Ja, der Typ hat ja gar nicht gesagt, dass sie für Pokémon eingesetzt werden, aber quite obvious, Geister-Pokémon. Aber Geister-Pokémon sind sehr rar gesät in dieser Generation. Es gibt nur Nebulak mit seinen Entwicklungen und ein weiteres. Das kommt ja aber gar nicht zum Einsatz. Und da Nebulak und alle Entwicklungen Gift sind, unter anderem bin ich mit Boden- und Psycho-Attacken sehr gut hier beraten. Ah, Amnesie. Amnesie bewirkt eine doppelte Steigerung der Spezialverteidigung. Brauche ich nicht. So. Und wen hole ich mir natürlich da? Sicher, Dextreme. Das wird Dextremes großer Auftritt hier. Im letzten Part schon den ganzen Turm geruled. Jetzt wird es mir wahrscheinlich auch zum nächsten Orden verhelfen. Doch, schon 62. Psystrahl. Jetzt. Psystrahl ist noch stärker als Konfusion, also was soll da noch kommen? So, aber für die schwachen Nebula reicht auch Konfusion. Und plumps, Level 16 gibt schon 325. Richtig geil. Wird ein bisschen eintönig, würde ich sagen, aber so ist das manchmal bei Pokémon. Hat man einmal ja das Counter-Pokémon rausgeholt oder einfach ein übelst starkes und schnelles, dann sehen die Gegner alt aus. Jetzt nur die Frage, welchen Zeitpunkt ich wähle, um Dextreme zu entwickeln. Auf jeden Fall nicht noch in diesem Part oder so. Also, nur Geist-Pokémon, ja, ja. So, wenn ich hier nach oben gehe, fahre ich runter. Der Trick ist einfach nur, in deren Blickrichtung zu laufen. Also hier so. Und dann, ja, so quasi. Dann sieht er bis links, da wo er dann hinguckt. Das ist der unsichtbare Boden. Ja, das kann sie ja auch gleich nochmal erzählen. Diese alte Dame. Medium Dorothea. Ah, jetzt kommt Alpollo. Blöd, das habe ich ja gar nicht. Der Extreme wieder oben. Egal. Stecker. Blub, 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 blub. Komm ich immer Surfer sehen. Und ihr bestimmt auch. Dilili, dilili, dilili. Alles unter Wasser setzen und wieder abtauchen. Hm. Weg. Und jetzt ist Zeit für Psystrahl. Go Psystrahl! Das ist auch geil mit diesen Farben. Wie cool das ist. Ha! Volltreffer auch noch. War was? Gut, ich verrate dir das Geheimnis. Ja, ja, genau. Also Blickrichtung. Thank you.
Ein ganzes Jahr also. In einem ganzen Jahr können die Pokémon alle Level 100 sein. Heribert. Und das nur ein Pokémon. Also was soll der Scheiß? Lächerlich. Alter, einfach nur genatzt. Ah, also, was für ein Zeitpunkt will ich? Vielleicht ein bestimmtes Level? Ach nein, hier. Ach nein, natürlich, war doch richtig. Also so. So, nein. Hoch, links. Hoch, hallo. Scheiß Steuerkreuz. Hoch, rechts. So. Vielleicht Level 30, wobei das wäre ein bisschen früh, oder? Vielleicht irgendwas um die 30. Mitte 30 oder so, würde ich vielleicht sagen. Überlege ich mir noch. Sieht aus, als würde Kadabra so eine Art Rüstung tragen. So eine Super Saiyajin-Rüstung mit den Armschonern. So geil. Und noch ein Nebulak. Zenobia. Was ist denn das wieder für ein Name? Also, wenn es den echt gäbe, dann fände ich total, fände ich irgendwie cool. Zenobia. Oh. Kein Level up. So, und jetzt hier noch ein Stück. Und da ist schon Jens. Und weil ich mich siegessicher fühle, gleich mal ran hier. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Deswegen lass uns kämpfen. Nebulak. Zeig mal her, wie gut trainiert deine Pokémon sind. Dip. 71 Spezialangriff. Was willst du dagegen tun? Schick ein Alpollo rein, doch das wird dir nichts nützen. Hey, Dextream ist mein stärkstes Pokémon vom Level her. Innerhalb kürzester Zeit. Das gibt's auch ganz selten. Gengar. Gengar ist sehr geil. Oh, das ist ein bisschen... Das ist bestimmt schneller. Nein, das ist nicht schneller. Hart. Ha! Ich habe fast schon gedacht, es überlebt mit einem kleinen Fitzelchen. 1000 EP. Bitch. Krank, also echt krank. So und tschüss. Das war's mit Alpollo, ne?
Phantomorden. 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 Ah, jetzt kann ich schon Surfer einsetzen. Und das ist eine sehr geile TM. Spukball. Das ist die stärkste Geisterattacke in diesem Spiel hier. Das ist schon geil. Ja, Mensch, ganz schön früh dran hier, ha? Jetzt überlege ich, was ich machen soll. Ja. Viele Möglichkeiten ergeben sich nun dank Surfer. Ich könnte zurückgehen in manche Städte, ein bisschen rumsurfen. Überlege gerade, ob das was bringt. Nee, eigentlich nicht. Ich werde mal so einen Part machen, wo ich hier so ein bisschen Backtracking betreibe, sozusagen. Doch jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen von dieser Episode. Und ich stelle mich schon bereit. Hey, Spast. Muss nämlich hier lang. Wollt ihr schon mal sehen, was da ist? Komm, ich zeig's euch mal. Ja, habe ich wohl. So, und ich bin auf Route 38, Oliviana City. So heißt das nächste Städtchen, zu dem ich versuche zu gelangen. Da geht's weiter. Danke fürs Zusehen, fürs Einschalten. Mann, immer diese nervigen Unterbrechungen durch Anrufe. Ja, Holger, was ist denn los? Ja? Ja, Wahnsinn, stark. Bevor hier noch einer anruft, beende ich jetzt die Episode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.